Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von How to Musikindustrie. Und ich habe heute die ganz, ganz tolle Ehre, Natascha Augustin bei mir zu haben. Hallo Natascha. Hallo Gregor, für mich ist es eine Ehre, hier zu sein. Ich habe mich richtig gefreut und let's go. Ja, nachdem wir letztes Mal so ein bisschen zum Reinkommen den Bro Bash League Meister dabei hatten und so an der Oberfläche gekratzt haben und mal so ein bisschen einen Ausblick auf das gegeben haben, was kommen soll, habe ich mir Gedanken gemacht, wen möchte ich denn in meiner zweiten Folge dabei haben. Und das Format geht ja vorrangig darum, um Interessierte an der Musikindustrie oder Liebhaber, vielleicht auch den einen oder anderen, der neu dazugekommen ist, ein bisschen besser über die Thematik an sich aufzuklären und auch mal so Fragen, die mir viel gestellt werden, auf Themen näher einzugehen. Und mein persönliches Lieblingsthema ist das Thema Verlagswesen in Deutschland in Bezug auf die Musikindustrie. Und mein Traumpartner, meine Traumpartnerin für dieses Format, für diese Folge ist natürlich Natascha als erfolgreichste Verlegerin Deutschlands, die auch mir im Übrigen eine Riesenchance damit ermöglicht hat, indem ich einen Co-Verlag bei Warner Chappell selber betreiben darf mit meinen Geschäftspartnern bei Arctic. Und da wir sowieso eine tolle Zusammenarbeit haben und uns gut verstehen, dachte ich, frage ich mal, ob ich die Chance habe. Und wenn wir zu dem Thema schon Stellung nehmen, dann kann es, glaube ich, keine bessere Person geben als Natascha. Also ich fühle mich natürlich zu Tode geschmeichelt, das aus deinem Munde. Und ja, wir haben eine wahnsinnig erfolgreiche Zusammenarbeit und Musikverlag ist auch mein Lieblingsthema. Insofern stehe ich gerne für alle Fragen zur Verfügung. Und es gibt ja unfassbar viel Unwissenheit zum Thema Musikverlagswesen und da kläre ich sehr, sehr gerne auf. Vielleicht bevor wir so ins Thema reinkommen, was wahrscheinlich viele interessiert, das werde ich auch oft gefragt und bei dir ist es eigentlich noch viel spannender. Du hast ja bestimmt nicht irgendwann mal mit 16, 17 gesagt, oh, ich werde mal Deutschlands erfolgreichste Verlegerin. Ein Erweckungserlebnis. Wie bist du dazu gekommen? Bist du Quereinsteigerin? Mhm. Wie ist so ein bisschen, also du hast wahrscheinlich eine längere Story dazu, aber wie ist so die Eckdaten, wie bist du dazu gekommen? Also ich mache das ja schon ein bisschen länger. Ich bin tatsächlich seit 20 Jahren bei Warner Chappell. Ist mein allererster Job, den ich jemals hatte und bin richtig kleben geblieben, weil ich den Warner den Laden sehr, sehr gerne mag. Passt gut zu mir. Die waren immer auch sehr freundlich und haben mir auch viele Chancen gegeben. Also als ich angefangen habe, oder anders gesagt, diese Karriere, die ich gemacht habe, würde es heute mit Sicherheit gar nicht mehr geben. Ich war immer Musikfan, aber ich wusste damals gar nicht, dass man in der Musikbranche arbeiten kann. Das hat sich ja alles total geändert, ist alles sichtbarer, transparenter geworden. Es gibt die Popakademie, man kann schon sich überlegen, wie kann man in die Musikbranche rein. Das gab es damals überhaupt gar nicht. Und ich war so ein bisschen kurz vor arbeitslos und habe halt so rumgewurschtelt und rumgejobbt und wollte eigentlich, das war mein Karriereplan, ich wollte auf gar keinen Fall arbeiten, hatte aber auch nicht eine richtige Alternative. Und dann hat ein Freund gesagt, da gibt es so einen Laden, das war dann damals eben schon ein Musikverlag, die suchen jemand, aber genaueres wusste man nicht. Und ich weiß, ich bin dann da hingegangen und ich dachte, okay, ich muss ja mal was machen, aber auf jeden Fall nicht so viel davon. Und dann ich bin dann dahin, da war ein sehr, sehr netter Mann, den gibt es auch gar nicht mehr, Jürgen, nochmal Shoutout. Und wir haben uns dann einfach nett unterhalten. Ich dachte, okay, Musik, keine Ahnung, überall CDs und so. Und dann meinte ich, okay, kann man hier auch halbtags arbeiten? Und er so, ja, kann man machen. Ich so, okay, dann würde ich hier gerne arbeiten. Ich dachte, das ist so der Kompromiss an der Sache. Und dann fanden die mich halt nett und ich war ja auch nett. Und dann war eigentlich meine Hauptaufgabe, irgendwelche Mixtapes zu machen. Und dann meinten die, und ich war natürlich Musikfan, klar, und dann meinten die, wenn du Bock hast, dann geh doch mal auf Konzerte und sag Hallo, du bist vom Musikverlag. Ich hatte auch überhaupt gar keine Ahnung, was ein Musikverlag überhaupt sein soll. Und sei ein bisschen nett und sag, hey, so kann ich, keine Ahnung, ja. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann mit Freunden, konnte es gar nicht glauben, ich kriege das jetzt hier bezahlt. Vor kurzem habe ich noch selber dafür bezahlt und Backstage und oh mein Gott und so. Und so nahmen die Dinge ein bisschen ihren Lauf und und dann meinten die so nach ein, zwei Jahren, ich habe da halt ein bisschen auch tatsächlich auf eine Art, haben die dann schon mich ein bisschen ausgebildet, die meinten, genau, auch lustige Geschichte, und dann höre ich auch schon auf, dann meinen die, du kannst ja mal durch alle Abteilungen und dann reden wir, was dir am besten gefällt.
Und dann bin ich eben durch A&A-Abteilung und wie die alle so heißen, Royalties, das besprechen wir dann auch nochmal kurz. Und dann war ich bei der Buchhaltung auch 2 Tage und das waren 3 so ältere Ladies, die haben den ganzen Tag Kuchen gegessen und Sektchen getrunken. Und ich schwöre, ich so, okay, das würde ich gerne machen in der Buchhaltung. Kuchen essen und Sektchen. Ja, wirklich, ich dachte, okay, das ist eigentlich ganz cool. Und dann meinte eben dieser damalige Chef Jürgen so, okay, wo hat es dir am besten gefallen? Ich so, Buchhaltung. Er so, auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall. Wärst du Buchhalterin? Ich so, okay, dann halt nicht. Und dann meinten die, okay, wenn du mal eine Band cool findest, das war damals ja noch sehr Indie-lastig, dann können wir ja drüber reden. Ich so, okay, krass, ja. Und dann gab es in München eine Band, die hieß Sportfreunde Stiller und ich so, keine Ahnung. Und dann habe ich die da so hingeschleppt und dann haben wir mit denen einen Deal gemacht, also ich kann es ja sagen, die für 5.000 Mark. Ja. Echt jetzt? Die waren noch so super erfolgreich. Und dann sind die super erfolgreich so geworden. Okay. Und ja, so nahmen die Dinge ihren Lauf, würde ich mal sagen. So fing das alles an. Und ich weiß auch noch, ich so 5.000 Mark, ich, das ist ja der Wahnsinn. Ich kann jetzt 5.000 Mark irgendjemand bezahlen, ja. Und genau, und dann habe ich schon ein bisschen geschnallt, wie das alles so läuft, was es so gibt auch. Und dachte dann, Musikverlag ist vielleicht dann doch im Moment nicht ganz das Richtige. Und bin dann tatsächlich nach New York gegangen. Und habe da ein Praktikum gemacht bei 2 Labels, Beggars Banquet und Matador, was mir musikalisch gut gefallen hat. Und war dann da 4-5 Monate, bin dann wieder und habe aber bei Warner Chappell gefragt, wenn ich weggehe und komme zurück, kann ich diesen coolen Halbtagsjob weitermachen? Und die so, ja, ja, mach nur und so. Und habe das dann gemacht, bin dann nach 5 Monaten zurück, hat mir dann irgendwie gereicht. Und dann haben die gemeint, willst du nicht mal zu Warner Chappell nach Los Angeles ein paar Monate? Und da so gucken, habe ich dann natürlich, klar, sagt man nicht nein. Habe das auch gemacht und habe dann da, glaube ich, so ein bisschen Feuer gefangen und habe dann auch verstanden, was eigentlich ein Musikverlag ist. Und dachte, das passt auch sehr gut zu mir, weil es ist ja was bisschen hinter den Kulissen. Man weiß ja erstmal nicht so genau, warum. Es ist auch nicht das ganz große Geld, muss man auch mal sagen. Und ist eher für Leute, die vielleicht so ein bisschen in der zweiten Reihe gerne agieren, was auch total gut zu mir passt. Und genau, und dann dachte ich, okay, ist eigentlich total geil. Ich will doch gar nicht mehr zu einem Label. Ich finde es super hier. Und ja, genau, und jetzt sitzen wir beide hier und feiern diese unfassbaren Erfolge gemeinsam, worauf ich sehr, sehr stolz bin und dir auch sehr, sehr dankbar. Danke, ja. vielleicht kurz vorweg, falls ich heute wieder sehr viel Props gebe, dann liegt das nicht daran, dass ich schmeicheln will, sondern dass ich das wirklich ernst meine. Und ich denke, das ist heute deshalb auch eine sehr spannende Folge, weil selbst ich, der jetzt auch seit 3,5, fast 4 Jahren hauptberuflich in der Musikindustrie arbeitet, ich habe bis vor einem Jahr eigentlich gar nicht so wirklich gewusst, was ein Verlag macht. Also irgendwann kommt das mit der Zeit, wenn du in der Musikindustrie arbeitest und gerade im Bereich Management, dann kommt das Thema mal auf, weil du fragst dich sowieso, wie läuft das mit dem Thema GEMA etc., dann musst du dich ja so ein bisschen für interessieren. Aber es kommt ja keiner um die Ecke, der dir erklärt, so läuft ein Verlag. Und erst seitdem ich mit Natascha und Warner Chappell zusammenarbeite, ist mir da so ein Licht aufgegangen. Und selbst die, die es so grob kennen, hatten immer so einen angestaubten Ruf leicht vom Verlag. Aber für mich persönlich, mir geht es da ähnlich wie Natascha, mir macht Verlagsarbeit inzwischen sehr viel mehr Spaß als sogar Label- bzw. Vertriebsarbeit, weil es doch sehr viel sexier ist, als man das erstmal auf dem Schirm hat. Und ich denke, da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu. Mhm. Deshalb vielleicht erstmal die ganz grobe Frage, was ist überhaupt ein Verlag? Weil viele sagen immer so, beim Thema Verlag, ist das nicht, was Bücher rausbringt? Genau, also daher auch der Begriff Verlag. Es kommt, also ohne da historisch jetzt längere Abhandlungen, ist die Vervielfältigung von Musik historisch betrachtet, ist ja durch Noten geschehen. Es wurden also zum ersten Mal Musik in Haushalte gebracht, indem man Partituren verkauft hat. Und deswegen heißt das Ganze Musikverlag. Es hat aber mittlerweile mit Buch und so weiter überhaupt mit Literatur nicht mehr zu tun, abgesehen von Texten, Songtexten. Aber deswegen ein bisschen der missverständliche Begriff. Musikverlag, was ist ein Musikverlag? Die Kernaufgabe eines Musikverlags, und das klingt jetzt erstmal nicht so sexy, ist aber hochinteressant, ist die Administration und die Abrechnung, die korrekte Abrechnung der Songwriter-Einnahmen. Da geht es ganz viel um Urheberschutz. Sobald ein Song registriert ist bei der GEMA, hat man ja quasi den Urheberschutz. Und ein Musikverlag auf der administrativen Seite sorgt dafür, dass
Songwriter ihr Geld bekommen. So kann man es, glaube ich, sagen. Und dass Songs, Texte, Kompositionen geschützt werden. Und das ist die administrative Seite, das ist die Kernaufgabe eines Musikverlags. Und dann gibt es natürlich noch den kreativen Aspekt, der mehr Spaß macht, ist auch das, was ich mache. Und da kann man auch nochmal gleich drüber reden, was man da alles so macht. Aber das ist eigentlich so die Kernaufgabe eines Musikverlags versus ein Label, der ja zuständig ist für den Vertrieb des Masters, der Aufnahme. Ein Label vertreibt die Aufnahme, ein Verlag verwaltet die Rechte der Songwriter. Das ist eigentlich so der Unterschied, wenn das verständlich ist. Ja, also vielleicht würde ich noch hinzufügen, was, glaube ich, auch für die Zuschauer sehr wichtig ist, weil es auch, denke ich, viele werdende Musiker, junge Rapper oder auch Beat-Producer, Manager sich hoffentlich für dieses Format begeistern können und euch das auch gefällt. Für die ist ja auch immer die große Frage, auch der wirtschaftliche Aspekt. Es gibt ja mehrere Einnahmenstränge, wenn du als Rapper oder als Sängerin oder als Schlag-mich-tot-Producer am Start bist. Und was immer alle kennen, sind Streaming-Einnahmen, dass ich Geld von Spotify, Apple, Amazon etc. bekomme. So, viele kennen natürlich auch den Live-Bereich und Merch und vielleicht noch irgendwie Kooperationen mit Marken. Und dann gibt es halt den Bereich Verlag. Und vielleicht erklärst du noch mal kurz, wo entsteht überhaupt, wo ist die Wertschöpfungskette und wie wird das weitergereicht? Genau, also im Verlagswesen gibt es im Grunde zwei große Einnahmensquellen. Das eine nennt sich Mechanicals, mechanische Rechte. Das andere ist Performance. Performance ist relativ selbsterklärend. Das ist alles, was live ist. Wenn ein Song im Radio läuft, ist alles Performance. Und Mechanicals ist natürlich nicht mehr so relevant, dadurch, dass es eben keine CDs mehr gibt. Aber Streaming wird abgerechnet als eine Mischform aus Performance-Geld und mechanischen Rechten. Und das sind im Grunde diese zwei großen Einkommensquellen, und besonders natürlich im Deutschrap geht es hauptsächlich um Streaminggeld. Und um das mal so ganz grob zu beziffern, man kann sagen, für 1 Million Streams, für 100% der Rechte, also quasi Text, Musik, alles zusammen, gibt es ungefähr 1000 Euro. Mhm. Und ganz, 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 ganz grob kann man sagen, Label ist ungefähr das 3,5-fache. Mhm. Also das ist so ein bisschen, damit man das mal so auf dem Schirm hat. Das ändert sich natürlich, dann gibt es einen Unterschied, Freemium, Premium und so weiter. Aber das ist so eine Richtlinie. Aber ich glaube, hier sind wir genau an einem Punkt, den Zuschauer wirklich sehr spannend finden, weil das ist ja auch, wenn du neu in dieses Geschäft reinkommst und du willst dich als Management ausprobieren, ein Thema, wo du ein Riesenfragezeichen im Kopf hast, wo es ja jetzt auch nicht im Internet, ich habe selbst geguckt und recherchiert, auch im Vorgang zu dem Format hier, weil ich auch wissen wollte, mache ich nicht jetzt eh schon was, was 100 Leute vor mir gemacht haben, und sowas gibt es ja nicht. Es gibt ja kein How-To, wie machst du das, wie viel Geld entsteht da, und das sind ja auch Aussagen, die die Leute wirklich interessieren. 1000 Euro pro 1 Million Streams, natürlich plus minus, und vielleicht kannst du noch was dazu sagen, das Geld, wo kommt das her? Also, weil jeder kennt es, du kriegst, glaube ich, alle 3 Monate kriegt man diesen Brief von der GEMA, bitte 53 Euro oder was die da haben wollen, überweisen. Genau. Also der Weg ist, wenn es um Streaming geht, es gibt ja noch den Weg der Live-Einnahmen, aber wenn es um Streaming geht, das Label schickt Geld an die GEMA, wenn es einen Verlagsvertrag gibt, muss man sagen. Und die GEMA schickt uns das Geld und wir verteilen das und prüfen natürlich nach, ob das alles seine Richtigkeit hat. Wenn man keinen Verlagsdeal hat, also ich würde auch jedem immer, der das ernsthaft betreibt, sofort raten, GEMA-Mitgliedschaft. Es gibt, theoretisch könnte man auch zu anderen Societies, es ist aber zu kompliziert. Ich würde einfach GEMA-Mitglied werden, dann weiß man schon mal, eine gewisse Sicherheit hat man. Mhm. Es ist dann vor allem in Live sicherlich noch so, dass da ein bisschen Geld vielleicht mal fehlt, aber grundsätzlich hat alles seine Ordnung, man meldet da sein Geld an und kriegt dann auch seine Kohle. Und wie gesagt, wenn man einen Verlagsdeal hat, dann ist eben der Umweg über den Verlag. Und das Live-Geld läuft auch über die GEMA. Also GEMA ist für uns so ein bisschen der Money-Part. Mhm. Veranstalter müssen die Setlisten an die GEMA schicken. Die GEMA sammelt das Geld ein und schickt es auch wiederum an den Verlag. Und das funktioniert auch weltweit so, dass Societies so ein Abkommen haben und schicken sich gegenseitig das Geld. Und man ahnt schon, wie viel Geld da verschwinden kann, weil da einfach auch Leute sind, die arbeiten und Fehler machen. Und deswegen ist es natürlich ab einer gewissen Höhe, worüber wir auch sprechen werden, auch wirklich gut, einen Musikverlag zu haben.
Aber um das zu umreißen, wenn ich jetzt Rapper wäre, worin ich wahrscheinlich sehr schlecht wäre, aber wenn ich jetzt, sag ich mal, Young Greg wäre und ich hätte auf einmal einen riesen Hit und hätte das Privileg, mit dir arbeiten zu dürfen im Verlag, dann würde praktisch Warner in einem Moment, wo mein Song im Radio läuft, entsteht irgendein, ich weiß nicht, gibt es da einen Wert, was einmal im Radio, was da für einen Betrag sind so viele entsteht? Nullen hinterm Komma, dass man, also ist auch Verlag, mittlerweile sind es einfach, es ist die Summe von sehr, sehr vielen Mikrobeträgen. Man darf da nicht denken, wenn, was ja wirklich manche Leute denken, wenn ich einmal einen Song irgendwo spiele, dann sind es 50 Euro oder wenn er einmal im Radio läuft, sind es 100 Euro. Das stimmt natürlich also überhaupt nicht. Es ist wirklich die Summe von Mikrobeträgen und für ein Radio ist ja ist alles wahnsinnig kompliziert. Also die GEMA hat, da muss man schon sagen, ein System erschaffen, wofür sie selbst die Lösung sind. So, das ist, da kann man auch diskutieren und neue vielleicht auch mal Ansätze finden, aber vieles läuft natürlich auch sehr, sehr gut bei der GEMA. Und dann gibt es eben den Unterschied, öffentlich-rechtliche Zahlen anders als private. Also bei Airplay, auch bei Konzerten, ist es fast unmöglich zu sagen, wie viel es da gibt, auch wenn die Aussage natürlich viele interessieren würde. Aber die meisten sind ja auch mal nicht im Radio, muss man sagen. Also das Einzige, was man relativ präzise sagen kann, ist eben die Benennung von Streams. Okay. Aber Performance, also Live-Spielen, ist auch wahnsinnig lukrativ. Wahnsinnig lukrativ. Ich kann den Künstlernamen jetzt nicht sagen, aber einer der Künstler, die ich auch vertrete, den ich auch sehr gern habe, der sagte letztens, du, damals bei der Checkmate-Tour, da habt ihr einfach alle meine Songs in jedem Set angegeben. Könnt ihr das nicht diesmal auch machen? Das war super für die GEMA. Ich habe dafür sehr viel mehr Geld bekommen. Was man aber ehrlich gesagt auch machen kann. Also wichtig ist, dass es überhaupt angemeldet wird. Das ist wahnsinnig wichtig. Am besten wird es nochmal getrackt. Das machen eigentlich auch alle großen Verlage, die prüfen das nochmal nach. Und man kann auch im Grunde die gleichen 10 Songs, ist eigentlich egal. Du darfst halt nur nichts angeben, was nicht stimmt. Aber du kannst schon deine eigenen 10 Songs, ist der GEMA ja wurscht, ob du Dingsdi-Bumsdi oder was du da jetzt reinschreibst. Nur es, du musst dafür sorgen, dass die GEMA weiß, ja, dass du aufgetreten bist, mit welchem Song, solange es deiner ist und solange du nicht bescheißt. Was bescheißen heißt nicht, dass du einen anderen Song von dir angibst. Ist alles cool, ja. Ja, und an der Stelle kleiner Disclaimer für alle, die neu im Live-Bereich sind. Das wussten wir nämlich damals bei der Checkmate-Tour auch nicht, dass wenn du die Songs abgibst, was die GEMA von dir fordert, die kriegen ja mit, wenn du eine gut laufende Tour hast, dann entsteht dort auch ein Betrag, dass du als Veranstalter dieser Tour der GEMA für diese Songs Geld bezahlen musst, was dann über den Umweg des Verlags ja auch wieder beim Künstler landet, genau, was ja richtig so ist. Aber das genau sind Dinge, die wissen viele vorher ja, nicht, die wissen, auch einfach wichtig zu wissen sind. Und um da kurz dran anzuknüpfen, wenn ich jetzt als Rapper bei euch wäre, dann würdet ihr praktisch diesen 0,00 Betrag über den Verlag, ne, viele wissen das nicht, Warner Chappell hat ein großes Team in Hamburg, ich weiß nicht, wie viele Leute arbeiten bei euch? Insgesamt um die 35 Leute und davon sind im Grunde 8 Leute, die kreativ arbeiten, A&R, Sync und der ganze Rest ist Administration. Also Verlag ist schon Administration hauptsächlich. Und ja, diese, also von diesen 35 Leuten gibt es dann, keine Ahnung, 20 vielleicht, die dann dafür sorgen, genau, dass dieses Geld auf dem Markt eingesammelt wird, genau, und akkurat beim Künstler. Ja, die erstmal dafür sorgen, dass alles richtig angemeldet ist. Das ist ja ein Riesenthema. Ja, dann sind Leute im Studio, dann will keiner den Vibe ruinieren und sagen, okay, wer kriegt wie viel und so. Manchmal gibt es da auch Missverständnisse, gibt es auch Streit und so weiter. Also, und durch Streaming hat die GEMA auch so neue Fristen ein, seitdem es eben Streaming gibt. Du musst innerhalb von 3 Monaten nach Release einen Song bei der GEMA angemeldet haben. Sonst hat man schon ein Problem mit der Abrechnung. Das heißt, wir sind auch wahnsinnig dahinter, dass wir Songs rechtzeitig abmelden, weil du sonst dein Geld nicht kriegst oder verspätet oder vielleicht eben auch gar nicht. Und da gibt es eben so ein paar Sachen zu beachten, die ein Verlag halt weiß. Genau, erstmal muss der Song korrekt angemeldet werden. Und wenn der Song nämlich nicht korrekt angemeldet wird und wird ein Hit, dann ist sowieso total, kann man sich vorstellen, was dann los ist. Dann ist eine Klärung eigentlich gar nicht mehr möglich. Und ja, genau, dann sind ganz viele Leute, die halt schauen, also unser Tracker, der trackt jede Tour, der guckt, okay, ist das angemeldet, der schickt Reminder, du warst doch da und da auf Tour, da habe ich noch keine Setlist, oder der guckt auch die ganzen Songs, wie laufen sie, haben wir das, also das ist natürlich
viele, viele Programme, die da durchlaufen und Tracking ist wahnsinnig wichtig und man sagt auch bei Live, wenn es nicht getrackt wird, also nochmal kontrolliert, fehlen ungefähr 30% der Gelder. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Wie ist das, weil das ist auch eine Frage, ich habe mal vorher mich so ein bisschen umgehört, was würde denn die Leute interessieren an Fragen, und eine, die sehr häufig gestellt wurde, ist, was ist denn, wenn ich jetzt einen Hit hätte und ich habe vergessen, den anzumelden und komme 2 Jahre später auf die Idee, ey, ich habe da ja auch die ganzen GEMA-Einnahmen liegen lassen. Ja, totale Scheiße tatsächlich. Wie gesagt, der offizielle Weg ist 3 Monate nach Release, schafft man nicht immer, dann gibt es nochmal so eine Second-Anmelderunde. Aber also nach zwei, du hast innerhalb von 2 Jahren realistisch die Chance, die Kohle zu kriegen. Es gibt so einen Topf Geld bei der GEMA, den ominösen Blackbox-Topf, wo alle Gelder reinkommen, die nicht zuordnenbar sind. Das ist ein Geld aus dem Ausland. Manchmal ist der Name falsch geschrieben, manchmal die Kontonummer. Also das ist natürlich ein Haufen Geld, das da landet. Und oder eben, wenn die Anmeldung nicht passt zu dem Income, dann es kommt alles in diese Blackbox, das wird dann am Ende des Jahres verteilt auf die Charts. Das heißt, man muss leider sagen, die Reichen werden reicher. Also Helene Fischer kriegt dann halt wieder mehr Kohle als ein Jan Mufasa, wenn er vielleicht einen Zahlendreher hat, wobei wir in dem Fall schon dafür sorgen, dass es nicht so ist. Aber das ist natürlich ein Problem, da kann auch keiner was dafür. Und du hast im Grunde 2 Jahre Zeit, das Geld zu claimen, und dann ist es einfach weg. Also das passiert mir oft, dass Leute zu mir kommen, wir sprechen über einen Deal und der sagt, hey, ich hatte 3 Hits, die sind halt vor 6 und 8 und 12 Jahren. Ich so, ja, ciao. Aber das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema und dementsprechend kann man ja hiermit auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, ja, dass Leute, die vielleicht keinen Verlagsdeal haben, zu dem Thema kommen wir gleich, ja, aber dass sie wenigstens sich selbst drum kümmern, sich bei der GEMA anzumelden. Und ich weiß, wenn man sich da selbst drum kümmern möchte, das ist Arbeit, das ist nervig, es ist eine deutsche Behörde, aber macht es, zieht das einfach durch. Das sind, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was die aktuell nehmen. Ich glaube, es ist irgendwas zwischen 50 und 100 Euro für die Erstanmeldung. Das ist sehr gut investiertes Geld, weil wenn ihr Erfolg habt, wofür ihr das ja macht, dann sind diese 50 bis 100 Euro vollkommen egal, rückwirkend betrachtet. Kommen wir mal zu dem wirklich schönen Thema bei diesem Job, und das ist die Kreativarbeit. Weil ein Verlag macht meiner Meinung nach sehr viel, wo die Leute erstmal denken, das macht wahrscheinlich ein Label oder ein Vertrieb. Und das ist Thema Kreativarbeit. Ich habe ja jetzt selbst mit diesem schönen Ding Sehnsucht, Hilo, We Made It und jetzt auch nachts wach mit Mako und Mix for McCloud erfahren dürfen, was Kreativarbeit im Verlagsbereich ist. Natürlich im Endeffekt kommt die Leistung vom Künstler, weil die einen geilen Song machen, der super funktioniert, und ohne das bräuchten wir alle hier nicht arbeiten. Aber vielleicht kannst du ja mal Stellung nehmen, was ist die Kreativarbeit im Verlag? Also erstmal das Schöne an der verlaglichen Kreativarbeit ist, dass sie wahnsinnig breit gefächert ist und wahnsinnig vielfältig und nicht jetzt zum Beispiel bei einem Label es nur darum geht, einen Song oder ein Album fertig zu machen und dann muss man es übergeben. Wir begleiten unsere Autoren, Komponisten, Songwriter jahrelang und sind erstmal oder verstehen die Arbeit im Grunde wie so eine Art Songwriter-Management, würde ich es mal nennen, und sind erstmal dafür zuständig, einen super Song zu machen, den bestmöglichen Song mit den bestmöglichen, unter den bestmöglichen Umständen. Manchmal bringt man Leute zusammen, manchmal sagt man, hey, fahr doch mal da und dahin. Das ist erstmal so die Kernaufgabe. Wir helfen bei der Entstehung des maximal bestmöglichen Songs. Und dann geht es natürlich weiter. Also im Grunde sehe ich das eben so als Songwriter-Management. Wir machen alles, was unseren Leuten dabei hilft, auf ein anderes Level zu kommen oder sie happy macht oder eben so ein bisschen Rücken frei hält. Ich habe, keine Ahnung, für Capital Bra ein Visum besorgt für Amerika. Ich habe schon die verrücktesten Sachen für Nemo letztes Jahr, diese Milka-Werbung. Wir machen auch Brand-Partnership-Deals. Wir machen alles, was uns in Sinn kommt, in Absprache natürlich mit dem Künstler, Manager, Editionär, Co-Verleger. Und das macht wahnsinnig Spaß. Oder eben genau in Absprache mit dir, eben mein Kollege Munip, Shoutout an der Stelle, hat Mix und McCloud zusammengebracht mit Thilo. Wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Das ist so klassische Verlagsarbeit. Also man muss ja auch ein bisschen überlegen, arbeiten wir für einen Künstler, einen Rapper oder einen Produzenten? Das sind ja komplett unterschiedliche Ansätze, was man da so macht. Für Rapper haben wir, die sind, ich sag mal, nicht so arbeitsintensiv wie Producer,
weil die ja ihr eigenes Ding am Laufen haben. Die haben ja auch einen Manager und nochmal ein Team. Aber klar machen wir uns da auch Gedanken, wer probiert doch mal das mit dem und so. Oder hast du Bock auf die und die Marke, solche Sachen. Für Producer ist es nochmal ein ganz anderes Ding, weil die auch in der Regel kein Management haben, wenn sie nicht schon auf Top-Level sind und viel mehr auf uns angewiesen sind, was Sessions angeht, was Kontakte angeht. Also die sind schon, die, also jetzt im Übertrieben ein bisschen, aber die sitzen schon zu Hause und warten, dass wir anrufen. Ja? Das ist bei den Rappern natürlich nicht der Fall. Und genau, bei Producern ist, da überlegen wir uns, kann man eine Session machen, will der irgendwelche Leute kennenlernen, kann der vielleicht auch mal in einem anderen Genre aktiv werden, und wenn er jetzt ein Hip-Hop-Producer ist, wäre das nicht cool, wenn er was mit einer Pop-Künstlerin macht. Mit Producern kannst du natürlich auch ins Ausland gehen, mit Rappern machen wir das auch, aber das ist ja ein bisschen natürlich so ein bisschen so ein Pleasing-Ding, wobei Luciano zum Beispiel auch sicherlich mindestens in Europa eine Karriere haben könnte oder viele andere auch, aber natürlich weiß man durch die Sprache, ist es ein bisschen begrenzt. Bei Producern verhält sich das völlig anders, da haben wir viel mehr Ansätze. Ich bin schon mit Judy und Mixo McLeod nach L.A. gefahren und habe den da mit Max Martin connected. Also keine Ahnung, es geht viel um Connection und es gibt eigentlich keine Grenzen, was man als Verleger machen kann, und deswegen gefällt es mir auch so gut. Also vielleicht nochmal kurz, weil ich es vorhin nicht gesagt hatte oder wir es bisher nicht erwähnt haben, weil es für uns wahrscheinlich auch selbstverständlich ist, für die Zuschauer, ein Verlagsdeal oder bei einem Verlag bist du grundsätzlich als Autor. Genau. Das heißt, es ist vollkommen egal. Als Urheber. Ja, als Urheber. Genau. Als Urheber. Es ist vollkommen egal, ob man jetzt Rapperin ist oder genau. Beatproducerin oder ich schreibe wirklich Notenbücher. Genau. Jeder, der Texte schreibt oder komponiert. Genau, und kann Verlagsdeal machen. Und jemand, der das nicht tut, also eine Helene Fischer, hat keinen Verlagsdeal, weil die selber nicht wirklich weder Text noch schreibt. Beat noch. Genau, genau. Ne, weil für nur Singen gibt es keinen, genau. Ne, dass das schon mal klar ist. Und vielleicht zu dem Thema gerade, das habe ich nämlich auch gemerkt und es macht halt unglaublich viel Spaß, auch so in der Zusammenarbeit mit euch. Und das ist ein sehr großer Punkt, der vorher für mich ein Fragezeichen in der Form war, als das für mich ja alles mal angefangen hat mit DIY und irgendwann kam der große Label-Deal. Mhm. Und da sind einige Dinge nicht passiert, und das meine ich gar nicht böse, um jetzt ein Label zu bashen, sondern ich habe halt gedacht, wenn man einen Label-Deal macht, dann kommt halt da so ein Chef und der macht dann hier ein Feature klar und der connectet euch. Das ist aber überhaupt gar nicht die Aufgabe von einem Label, sondern die Aufgabe von einem Verlag. Genau, also es hat sich ja natürlich jetzt durch Deutschrap auch wahnsinnig viel verändert, auch was die Relevanz eines Verlages angeht, würde ich mal sagen, weil wir in vielen Fällen im Grunde der einzige Kontakt zur Industrie sind, weil viele einen Vertriebsdeal haben und keinen A&R mehr im Label. Und wir sozusagen die A&R sind, und Vertrieb muss ja wirklich auch nur vertreiben, der macht halt kein Feature klar, das ist nicht seine Aufgabe, weil der Vertrieb halt nicht keine Kreativleistung bringt, das ist auch nicht der Deal, aber wir halt schon, ja. Ja, das ist mir eben auch aufgefallen, also wie wahnsinnig effektiv eine gute Verlagsarbeit in der Praxis sein kann. Also dieser Kreativprozess, Leute miteinander zu vernetzen, was daraus entsteht und was das für eine Wirkung auf eine Karriere eines Künstlers haben kann. Und auch aus Management-Sicht gesehen ist es auch das erste Thema, was sehr spannend ist, weil wenn du als Management für deinen Künstler die GEMA-Einnahmen ziehen sollst, das ist voll der Kampf, man hat da gar keinen Bock drauf. Mhm. Und für die Arbeit, die du investierst als Management, was nicht spezialisiert ist darauf, ist es dann nicht wirtschaftlich genug. Und deshalb ist ein Verlagspartner eine sau gute Nummer an der Stelle. Und dann der Kreativprozess. Und vielleicht an der Stelle noch mal kurz drauf eingegangen, weil das auch einige interessiert. Viele haben sicherlich mal das Wort Co-Verlag oder Edition gehört. Mhm. Was ist das und was muss ich bieten können? Oder wie kann ich in die schöne Lage kommen, dass ich sowas bekommen kann? Okay. Also wenn man nochmal so den Vergleich zum Label, ein kleines Label, der große Major, kann man sozusagen vergleichen mit der Edition oder Co-Verlag ist das kleine Label und der große Verlag ist der Major. Das ist so ein bisschen das Konstrukt des Ganzen, und der Unterschied zwischen Edition und Co-Verlag ist ein rechtlicher. Ein Co-Verlag ist eine eigenständige Firma, eine Edition ist im Grunde ein Anhängsel vom großen Verlag. Das ist für die meisten, glaube ich, auch nicht so wichtig.
Es geht darum, dass man eine Edition relativ unkompliziert gründen kann. Ein Co-Verlag muss von der GEMA approved werden, das ist ein bisschen aufwendiger. Am Ende des Tages geht es einfach darum, dass man hier diese kleine Zelle hat, namens Edition oder Co-Verlag, die quasi Leute zum großen Verlag bringt und dafür teilt man sich die Einnahmen. Das ist so die Idee. Im Grunde hat man da nochmal extra A&Rs, sage ich mal. Oder in deinem Fall ist es so, dass du diese Künstler zu uns gebracht hast, die wir ohne dich niemals hätten sein können, weil da natürlich auch erstmal Misstrauen ist und wir natürlich auch nicht überall sind und eben du als maximale Vertrauensperson zu so einem Tilo sagen kannst, das ist cool und der glaubt dir das halt. Wenn ich zu einem Tilo unbekannterweise sage, hey Bro, ich bin cool, also okay, ciao. Also das ist halt so ein bisschen die Idee dahinter. Und wenn es gut läuft, läuft super, wie mit dir. Es kann natürlich auch maximal passiv sein und Verlag hat ja auch nicht uneingeschränkt einen guten Ruf, sage ich mal, weil du natürlich, du kannst dich auch darauf zurückziehen im Verlagswesen. Auch nochmal so ein kleiner Unterschied, macht man Deals über Jahre. Der klassische Verlagsvertrag ist 3 plus 2 Jahre, also maximal 5 Jahre. Wenn es länger als 5 Jahre ist, schaltet ein Anwalt ein, ist illegal, ja? 3 plus 2 Jahre ist Standard. Beim Label machst du ja Deals über Tracks oder Alben. Also ist ein ganz anderer Ansatz, wie da gearbeitet wird. Und was war die Frage? Ja, wie man praktisch in den Genuss kommt, auch ein Editionär zu werden. Ja, da, und das ist auch ein ganz großes Missverständnis, natürlich jetzt schon noch ein bisschen auf so einem semiprofessionellen Niveau, dass viele denken, ich gründe jetzt eine Edition, dann kriege ich diesen berühmten 80-20-Split. Totaler Blödsinn, man braucht keine Edition, um über Splits zu verhandeln. Ich bin ein großer Freund von aktiven Editionen oder Co-Verlagen, eben mit dir. Man hat so einen krassen Mehrwert, man spielt sich die Bälle hin und her und für unsere Künstler kommt mindestens 1% mehr raus in dieser Konstellation, als sie abgeben und das sollte immer der Anspruch sein. Selber jetzt eine Edition gründen, das hat sich so ein bisschen, also das ist so ein bisschen so ein Ding geworden, dann gründe ich halt eine Edition. Nein, du musst eigentlich verlegerisch tätig sein. Also du musst eigentlich ein Verleger sein, damit du eine Edition gründest, sonst brauchst du gar nicht anfangen. Und wenn du selber denkst, du bist ein Künstler, du bist ein Rapper und du willst einen besseren Split, brauchst du keine Edition. Ja? Eine Edition ist sozusagen ein Verleger, genauso wie wir ein Verleger sind. Dann hast du anstatt einem Verleger mindestens 2 Verleger, die alle für dich arbeiten. Und genau, man braucht keinen Verlag, man braucht keine Edition. Man muss sich überlegen, an welcher Stelle macht was eigentlich wirklich Sinn, wie viel gebe ich ab und wie viel kriege ich hoffentlich dafür zurück. Okay, danke dir. Also ich finde, selber macht mir halt dieser Part auch mit am meisten Spaß. Also so auch so ein bisschen out of the box zu denken und so ein bisschen auch mal verrückte Paarungen im Kopf zu haben, wen kann man vielleicht in eine Session zusammenbringen, die vielleicht selbst auch nie auf den Gedanken gekommen wären. Und wenn man da ein bisschen Feeling für hat, dann macht das halt unglaublich Spaß. Und es ist natürlich auch ein totales Privileg, dann auch Teil vom Kreativprozess zu sein, wo dann am Ende auch ein toller Song bei rauskommt. Also das finde ich, das ist so mein Payback-Moment, wenn ich weiß, okay, diese Leute hätten sich jetzt einfach ohne mich, und da geht es nicht um Ego, es ist einfach schön, wenn ich weiß, die treffen sich jetzt, sie hätten sich sonst nicht getroffen und dann kommt dieser krasse Track dabei raus, das ist einfach total geil. Und das muss auch gar keiner wissen, wer es gemacht hat, scheißegal, aber ich für mich weiß, okay, krass, das ist jetzt quasi mein Werk und das finde ich immer noch das Schöne daran, dass man halt hinter den Kulissen auch ein bisschen die Stellschrauben drehen kann und ich für mich weiß, was habe ich da gemacht, geil, super. Voll nachvollziehbar. Ein, denke ich, großes Thema, und das ist, also zumindest aus meinem Empfinden, das werde ich auch sehr oft gefragt, ist, ab wann macht ein Verlagsdeal denn überhaupt Sinn? Und viele schreiben ja auch so, ey, kannst du einen Verlagsdeal klären? Und vielleicht kannst du dazu mal so stellen. Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema, ja. Also Verlag ist ja so eine Mischung eben, was ich vorher gesagt habe, die dadurch, dass die Relevanz von Musikverlagen gestiegen ist, wir betreiben ja auch ein ziemliches Ding mit Signing-Foto hier und da, es ist zum einen, glaube ich, so ein bisschen so ein Status-Ding geworden, man will das gerne haben, obwohl man eigentlich überhaupt gar nicht so genau weiß, was es überhaupt sein soll, verbunden natürlich mit dem obligatorischen Vorschuss. So, das sind so die, glaube ich, diese 2 Trigger, wieso will ich überhaupt Musikverlag? Und ich kriege natürlich wahnsinnig viele Anfragen, ob ich einen Deal mache und so. Und
wenn man nicht eine gewisse Flughöhe hat und wenn man sich nicht entschieden hat, das ist nicht mein Hobby und ich mache das total gerne, sondern es ist einfach mein Beruf, also Musikbranche, so Business, Musikbusiness, ja, dann braucht man das sowieso gar nicht. Und man kann jetzt nicht sagen, wie viel Follower, wie viel dies, wie viel das, aber man muss erstmal, damit es für mich interessant ist, muss man mal überlegen, was ist so mein USP, was ist überhaupt special an mir, also das ist natürlich ein Unterschied, Rapper, Producer, auch ein Producer muss irgendwie schon ein bisschen eine Marke werden, da braucht man jetzt noch nicht Follower in dem Sinn, aber wenn ich dann die Insta-Seite anschaue und dann ist so ein Foto von dem Sonnenuntergang und er sagt, hey, geile Beats und so, denke ich, ja, also macht erstmal, sorg mal für einen professionellen Auftritt. Und dann ist es natürlich so, dass wir auch gemerkt haben, das war auch ein bisschen ein Prozess, wir sind nicht die total coolen, kredibilen, so wie du, wo die Leute, hey, so abhängen und so, natürlich hängen sie auch gerne ab, weil wir sorgen immer für die Getränke, aber jetzt nicht so intrinsisch, sage ich mal, so die Geilen, die checken und so, sondern wir sind einfach dafür da, dass wir ab einer gewissen Flughöhe einsteigen und die nochmal auf ein anderes Level bringen. Und das zu benennen, ist eigentlich wahnsinnig schwierig. Also wenn ich selber noch nicht weiß, wer ich bin und was ich machen will, macht für uns überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn ich nicht so special bin, dass ich das auch erklären kann, wieso soll mein Rapper mit diesem Producer arbeiten und nicht mit dem er sonst arbeitet, dann bringt es das gar nicht. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer in Worte zu fassen. Jedenfalls ist mein Tipp, man braucht am Anfang eigentlich sowieso niemanden und man soll sich auch vor allem niemals drauf verlassen. Das wundert mich auch oft, wenn Leute mir schreiben, hey, hör mal meine Beats an, ich weiß, wenn du mit mir arbeitest, dann geht's so richtig ab. Und das ist ein totales Missverständnis, weil ich wünschte, es wäre so, ja. Ich kann aber nicht auf drei Knöpfchen drücken oder irgendwelche Dings. Also ich kann auch nur dafür arbeiten und es geht erstmal auch gar nichts ab, sondern es ist einfach unfassbar viel Arbeit. Und ich muss ja den Leuten, die das schon erfolgreich machen, erklären, warum dieser neue Dude jetzt hier der ist, mit dem gearbeitet werden soll. Und insofern gar nicht so eine tolle Antwort auf eine eigentlich gute Frage, weil es die halt so nicht gibt. Also ich würde, oder ich denke mir immer, ich würde erstmal maximal viel versuchen, alleine zu schaffen, weil dann wird man auch interessanter. Und ich kann auch noch einen Tipp geben, dieses Demos senden, Beats senden und so, das ist ja auch total romantisch und süß, aber es bringt ehrlich gesagt gar nicht mal so viel, sage ich mal vorsichtig, weil es gibt so viele Leute in der Musikbranche, die das professionell betreiben und wenn es anfängt, interessant zu werden, dann wird dich jemand anrufen, verlass dich einfach drauf, es wird dich jemand anrufen und wenn du deinen Krams verschickst, es macht dich auch erstmal nicht uninteressanter, aber wenn ich von dir noch nicht gehört habe, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Moment. Also ich würde immer versuchen, und man kann ja so krass viel alleine machen, du brauchst ja erstmal überhaupt gar keinen. Also gerade als Producer ist natürlich maximale Fleißarbeit und auch als Rapper, du kannst verschicken, schick DMs durch die Welt, irgendwas wird schon passieren. Und an irgendeiner Stelle, wenn es interessant ist für die Major-Industrie, für mich jetzt in dem Fall, ich komme dann schon auf dich zu, es soll auch überhaupt gar nicht arrogant sein, aber mir tut es immer leid, wenn Leute dann so enttäuscht sind und ich das dann nicht beantworte, das meine ich gar nicht so, aber ich kann das nicht alles beantworten und ich weiß auch, es funktioniert auch gar nicht, es würde gar nicht funktionieren, ja, also sorg mal, unterschreib erstmal keine Verträge, unterschreib keine ominösen Musikverlagsverträge, keine ominösen Managementverträge, sondern schau erstmal, was du selber alles schaffen kannst und man kann ja so krass viel machen, braucht erstmal gar keinen und dann holst du dir einfach das maximal beste Team zu den maximal besten Konditionen, das ist halt so mein Tipp. Bin ich voll bei dir, ist für mich auch an vielen Stellen, die du gerade erwähnt hast, ein Herzensthema. Erstmal das mit dem Beat senden. Ja, das ist wirklich sowieso, also das ein Ding, ist halt, ne? Da muss man so ein bisschen auch sich in den Gegenüber reinversetzen können. Also ich will jetzt hier nicht so irgendwie auf Flex machen, ich bin super wichtig und mir schicken Leute Sachen, aber es ist tatsächlich so, dass mir am Tag mindestens 5 Beatpacks geschickt werden, eher mehr. Und klar, jetzt kann derjenige, der mir das schickt, der Einzelne nicht wissen, dass mir mindestens noch 5 bis 10 weitere am Tag geschickt werden. So, ja. Aber hör mal 10 Beatpacks am Tag. Ja, also in einem Pack sind dann 8 Beats. Das geht gar nicht, ja. Also das ist halt komplett unrealistisch. Mhm. Und es ist halt auch nicht mehr Teil des Prozesses, dass der Manager zum Rapper geht und sagt, ey, ich habe hier einen Beat, der ist voll krass. Das ist total, gibt's nicht mehr.
Das gibt's nicht mehr. Die Künstler sind viel selbstständiger, die wissen selbst, was sie wollen, die hören sich selbst durch die Beats durch und die wollen nicht von ihrem Manager genervt werden mit, ey, ich habe hier ein Beatpack für dich, Bro. Nee, es hört sich auch keiner mehr Beats. Das war vielleicht so vor 3, 4, 5 Jahren noch ein Ding. Da haben wir auch, das haben wir wirklich ganz gut gemacht, so eine Beat-Datenbank, das haben wir dann immer verschickt und dann irgendjemand hat sich immer ein Beat gepickt und so. Und das war halt vor allem nice für die kleineren Producer, die dann mal halt irgendwo ihren Beat platzieren. Aber das gibt es nicht mehr, weil es halt so viele Beats auch gibt. Ich meine, vor 5 Jahren war das noch so, was, ich kann mit einem Producer in ein Studio gehen so und ihr könnt es für mich klar machen. Mittlerweile hat jeder kennt jeden, ja, es gibt einfach Trilliarden Producer, an jeder Ecke gibt es ein Studio, das ist nicht mehr so das Ding, ja. Und auch so viele gute Producer, es ist halt ja, super schwer, sich absolut, durchzusetzen. Absolut. Und ich verstehe auch total die Misere, weil das, was Natascha eben angesprochen hat, das, dem stimme ich hundertprozentig zu, man muss sich anders präsentieren und klar, das ist jetzt leicht, das so zu sagen, die Umsetzung ist dann wieder eine andere Sache. Also zum Beispiel auf einen Beat-Producer, mit dem ich unglaublich gerne arbeite, der ist leider bei einem anderen Verlag, aber es ist ein wahnsinnig toller Beat-Producer, zum Beispiel der Overshirt. Ich bin auf Overshirt aufmerksam geworden, weil der ein Interview bei Heat Vienna gegeben hat und der in dem Interview, gut, ein Interview musste er auch erstmal kriegen, aber da war der noch relativ unbekannt und der hat inhaltlich sehr stark damit geglänzt, dass ich gemerkt habe, der ist jung. Aber der ist nicht nur hungrig, der hat sich in kurzer Zeit ein unglaubliches Fachwissen angeeignet. Und der hat das so interessant auch rübergebracht, dass ich auch vom Typ her Bock hatte, den mal kennenzulernen und dann auch, dass wir dann Bock hatten, mit dem zu arbeiten. Und dass man vielleicht nochmal in solchen Wegen auch denkt, dass man nicht nur versucht, eine gute Arbeit als Beat-Producer zu leisten, was du ja sowieso machen musst, aber dass du jenseits davon irgendwie auch eine Markenbildung betreibst. Also mit ja, komplett. Und auch, was mich immer wundert, dass viele Producer nicht recorden können, das sind einfach basic ja. Skills, das muss man einfach sich drauf schaffen. Ja, die meisten Rapper können sich inzwischen selbst sogar ja, recorden, also dann absolut. Musst du als Producer aber das erst recht passiert immer können. Wieder, dass wir eine Session und fragen dann vielleicht nicht und dann so, er kann mich nicht aufnehmen, denke ich, wie gibt's sowas? Also man muss so ein bisschen seine Hausaufgaben auch machen, ja. Voll, das finde ich nämlich auch. Und ja, es ist heutzutage sehr schwierig, ich könnte jetzt so viel Name-Dropping machen, wie viel krass gute Producer es momentan gibt, aber du musst dann halt, wenn du das machen willst, was deine Leidenschaft ist, und ich meine, es ist ein Traumjob, ich glaube, es gibt zu Recht oder aus gutem Grund so viele Leute, die diesen Weg gehen wollen, dann musst du halt mehr machen als die anderen. Du wirst halt auch nicht einfach mal so, weil du irgendwie ganz passabel Fußball spielst, spielst du ja auch nicht bei Bayern München. Und dementsprechend nicht nur, weil du ein paar starke Beats irgendwie an Natascha Augustin schickst, wirst du nicht bei Warner Chappell gesigned. Ja, und wie gesagt, ich wünschte, es wäre so, aber ich kann auch nicht zaubern, wie wir alle nicht. Also an der Stelle nochmal sorry für alle, die ihre Beats-Zusendungen nicht beantwortet kriegen. Ich habe einfach nicht die Zeit, es ist halt einfach so. Und ihr braucht mich auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ja. Ja, gibt es denn, ich weiß, das ist auch schwer zu beantworten, aber es gibt jetzt auch nicht pauschal, gut, einen pauschalen Wert sowieso nicht, aber wie ist das denn, wenn ich über das Thema Katalog spreche? Mhm. Das macht ja bei, logischerweise bei Künstlern, die 3 Songs draußen haben, deutlich weniger Sinn, über einen Verlagsstil nachzudenken, mhm. als bei einem Künstler, der einen Katalog wie ein Sevi Rin, ich glaube nicht, ich glaube, der hat 500 Songs. Mhm. Erstmal ist es, glaube ich, ein Thema Kataloggröße und selbst Künstler, die auf einmal einen Hit haben, sagen wir mal, die haben den zweiten, dritten, vierten Song rausgebracht und der hat jetzt 20 Millionen Streams. Der denkt jetzt, oh, ich muss jetzt einen Verlagsdeal machen und sind dann ganz verwundert, warum der Verlag nicht interessiert ist. Also Sevirin, bester Mann ja, übrigens voll. An der Stelle. Echtes. Ja, genau. Also ein Verlag lebt ja sowieso immer von Katalog und wenn man ganz ehrlich ist, zahlt natürlich auch so ein Ralf Siegel die ganzen Vorschüsse für Underground-Rap-Deals, die wir gerade machen. Also das ist, da kommt die Kohle eigentlich her, weil man da keine neuen Vorschüsse mehr investieren muss und so weiter. Und Verlagsarbeit ist vor allem dann auch interessant, wenn man mit dem Katalog arbeiten kann. Und da ist natürlich TikTok, läuft von selber, da jeder wüsste gerne, wie man da Hits macht, aber das ist auf jeden Fall eh eine super Auswertungsmaschinerie. Was wir aber schon machen, ist, irgendwelche Coverversionen anzubieten, Katalogarbeit zu machen und
eben wenn du sagst, Severin hat so einen Riesenkatalog, da muss man sich kümmern, dass die Kohle passt. Wenn du jetzt 3 Hits hast, also wenn du der glückliche Mensch bist, der diese 3 Hits hast, das kannst du ja zur Not auch noch selber machen, diese 3 Songs bei der GEMA anmelden. Aber Katalogauswertung ist ein riesen Verlagsthema. Da sind auch bei uns 2 Leute damit beschäftigt, die überlegen, wir haben zum Beispiel einen Katalog von Yellow, den Schweizer Elektronik-Pionieren. Da wird ganz viel weltweit Auswertung. Das ist tatsächlich ein Song, Oh Yeah, ist der meist gesüngte Song auf der ganzen Welt. Der wird auch ständig in Amerika in Kinofilmen verwendet und so. Und da kommen wir halt ins Spiel. Und da passiert auch ganz viel kreativ auf unserer Seite, dass wir überlegen, okay, wer könnte mit welchem Song, wer könnte welche Sample benutzen, solche Sachen, ja. Wir versuchen natürlich schon, die Kataloge auszuwerten und zu monetarisieren, weil das ist ja unser Kapital eigentlich, ja. Da wir ja schon so ein bisschen länger machen, würde ich noch so ein letztes Thema anreißen, was momentan top aktuell ist, wo ich jetzt auch ein paar Mal mit schon zu tun hatte. Wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo es total on vogue ist und es wird viel gehatet. Ich finde es persönlich geil, dass Songs aus den Ende der 90er, Anfang der 2000er neu interpretiert werden und von Künstlern neu rausgebracht werden. Und viele checken gar nicht, dass es da natürlich auch ein Verlagsthema gibt, wo ganz klar vernünftig und sorgfältig gearbeitet werden muss, weil wenn ich jetzt als Newcomer so einen Song einfach rausbringe und ich nehme, keine Ahnung, mir ein Sample von einem alten 50 Cent Hit und ich mache jetzt einfach In Da Club neu auf Deutsch und das Ding und funktioniert ohne Ende. Und dann denkt man sich, der kann sich doch freuen. So ist es aber nicht. Was passiert, wenn ich das nicht kläre vorher, also wenn ich das Sample nicht kläre? Okay, also ganz kurze Exkursion zum Thema Clearance. Wenn ich ein Original-Sample verwende in meiner neuen Version, muss sowohl der Master-Owner für die Originalaufnahme angefragt werden, als auch der Urheber. Das sind 2 verschiedene Arten von Rechten. Das eine ist das Masterrecht, das andere ist das Recht an der Komposition oder auch an dem Text. Ja? Das muss man schon mal wissen. Wenn ich jetzt ein Sample nachspiele, was ich immer empfehlen würde, weil dann spart man sich nämlich die Master-Anfrage, muss aber immer noch der Urheber angefragt werden. Und das muss man einfach wissen. Man muss mindestens immer den Urheber anfragen, wenn ich das Original Master verwende, auch den Master Owner. Das ist natürlich total ätzend, das dauert, es gibt keine Regel, wie viel der dann verlangt und so. Es kann teuer werden. Es kann wahnsinnig teuer werden, es kann richtig unangenehm werden. Die können auch sagen, wir wollen erstmal eine Bearbeitungsgebühr, die antworten 2 Jahre nicht. Ganz viele sagen, wie hate rap, never ever und so. Und das ist auch eine riesige Verlagsaufgabe. Und wir als Warner Chappell, ich muss auch mal Werbung an der Stelle machen, sind, glaube ich, der einzige Musikverlag, der für unsere Künstler sowohl Master als auch Verlag cleart und auch wenn es nicht bei uns ist, weil die meisten Verlage machen nur ihren eigenen Kram und wir machen also wirklich rundum Paket, weil es halt so wichtig ist im Rap. Genau, und das ist natürlich die Königsfrage, was ist, wenn ich die anfrage sogar? Und manchmal denke ich auch, scheiß doch drauf, es ist so kompliziert, es gibt so viel Ärger, es wird teuer, es dauert ewig. Aber eigentlich sollte man es natürlich nicht. Eigentlich sollte man immer anfragen. Wenn man nicht anfragt, da habe ich gerade so ein paar Fälle, über die ich nicht sprechen möchte. Wenn ich nicht anfrage, ist es einfach total beschissen. Weil hinterher können die verlangen, was sie wollen. Die können das ganze Kohle verlangen und noch 100.000 Euro Strafe. Die können einfach machen, was sie wollen. Also zahlst du dann sogar drauf als Künstler? Du kannst maximal draufzahlen. Jetzt sagt man natürlich, okay, die gemeinen Originalurheber, aber das ist natürlich auch ein Denkfehler, weil keiner will ja auch, dass sich bedient wird bei einem selber. Man wäre ja immer, keine Ahnung, sauer, wenn es hinterher passiert. Deswegen, man muss natürlich beide Seiten betrachten. Ich bin halt meistens auf der Seite von dem, der was benutzt und dann total angepisst ist, dass der Originalautor nicht total stolz oder total glücklich kann er doch sein, der alte Depp, dass man was von ihm verwendet. Ist er aber nicht, weil das darf man einfach nicht. Und speziell in Deutschland ist Urheberschutz ein ganz riesengroßes Thema, ist ja auch natürlich sehr viel Geld im Spiel. Also eigentlich, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man denkt, es wird ein Hit, dann sollte man anfragen, unbedingt hinterher. Es gibt keine Regel, wie viel jemand verlangen darf. Jeder kann machen, was er will, sofort von Spotify runternehmen. Ganze Kohle zu mir und noch Strafe so und so viel. Also richtig, richtig unangenehm, ja. Also Sample Clearing, Riesenthema im Verlag, wo dann auch der Punkt kommt,
wo wir so ein bisschen die Schleife drehen, ab wann macht ein Verlag Sinn? Wenn ich ein größerer Künstler schon bin, Millionen von Streams habe, dann macht ein Verlag in jedem Fall Sinn, weil egal wie gut dein Management ist, das Management kann solche Clearance-Fragen in solchen speziellen Fällen im Leben nicht so gut klären wie ein Verlag, der im Übrigen auch sehr viele dieser Rechte hält, die Kontakte zu den ganzen Künstlern hat. Wir hatten jetzt selbst solche Fälle, ich kann da jetzt nicht so drauf eingehen, welcher Künstler und welcher Song, aber man kann sich vielleicht auch ein paar Sachen denken. Und da hast du dann mit internationalen Superstars und deren Managements zu tun. Und jetzt auch zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Natürlich ist das für denjenigen doof, der jetzt tief in die Tasche greifen muss oder aber tatsächlich sogar im Zweifelsfall einen Song runternehmen muss. Aber versetzt euch da rein, ihr seid der Musiker, den es Welthit gemacht hat und kein Musiker, jeder Musiker, den ich kenne, möchte auf gar keinen Fall, dass deren Songs genommen werden und damit andere Sachen gemacht werden. So. Und wenn dann in Absprache, und das ist halt ein sensibles Thema, und da hast du vollkommen recht, man muss beide Seiten immer sehen, ein bisschen Empathie haben, dann versteht man auch, warum da so hart gekämpft wird. Und ich meine, der Künstler entscheidet das in der Regel auch nie nur alleine, weil da ist immer noch ein Management, da ist ein Gegenverlag, der auch seine Rechte vertritt, weil auch das ist ja Verlagsarbeit, die Rechte des Künstlers zu vertreten und zu wahren. Absolut. Vielleicht das als letzter Punkt noch so ein bisschen. Gestern hatten wir die Situation, da hat mich ein befreundeter Manager, Oliver Delfendahl, an der Stelle Shoutout und danke dafür, darauf hingewiesen, dass jemand einfach einen unreleaseden Tilo-Song hochgeladen hat bei Spotify. Und da ist es ja auch die Aufgabe vom Verlag, was zu unternehmen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu ja nochmal was sagen. Genau, also wir, das ist ja unser Kapital und auch das, was wir unter anderem anbieten, wir sorgen dafür, dass kein Geld fließt für Sachen, wo kein Geld fließen soll. Und wir können auch dafür sorgen, dass was bei Spotify wieder runtergenommen wird. Wir können auch dafür sorgen, dass was bei YouTube entsperrt wird, wenn es fälschlicherweise gesperrt wird. Das sind lauter Sachen, die ein Verlag eben auch macht. Ja. Und ja. Und vielleicht last but not least, ist mir auch noch eingefallen, einer der nicesten Producer aktuell, Matt Mendo, der zum Glück auch bei uns ist, den habt ihr ja zum Beispiel dann auch zusammengebracht mit Filmmusik oder Werbemusik. Genau. Also ich könnte natürlich jetzt noch stundenlang erzählen, welche Vorteile es hat, wenn man einen Musikverlagsstil eingeht. Aber wir wollen ja ganz ehrlich und offen und auch für Newcomer die Sache beleuchten. Genau, das machen wir natürlich auch. Wir platzieren sowieso, und das machen wir auch im Rap tatsächlich, Instrumentals, klar, Deutschrap, explizite Texte, Werbung, man ahnt es schon, nicht so einfach, aber wir platzieren auch die Instrumentals von Hits in Werbung. Wir machen zum Beispiel, das ist auch eine Sache, die es nur bei Warner Chappell gibt, wir machen unsere berühmten Sync-Camps, die jetzt Corona-bedingt 2 Jahre nicht waren. Da haben wir zum Beispiel den Tipico-Track, der seit 3 Jahren läuft, der entstand bei unserem Syncamp, war auch Mix und McCloud, Summer Jam, der war ursprünglich der Sprecher für den Tipico-Song. Da haben wir eine Werbeeintour zusammengebracht, das verrate ich, unsere tolle Idee, aber egal, mit unseren Producern, auch ein Rapper, und dann kommt die Agentur mit 2, 3 konkreten Pitches, und dann wird 3 Tage da genau drauf geschrieben, und dann gibt es natürlich absolut sofort direktes Feedback, und deswegen haben wir da immer platziert, immer, da haben wir Allianz-Werbung und irgendwelche Sekt-Werbungen und eben der Tipico-Song, der seit 3, 4 Jahren läuft. Das ist auch so eine Sache, ist auch Verlagsarbeit, eben Sachen in Filmen zu platzieren, in Werbung zu platzieren. Ich propagiere das nicht so, weil es halt sehr reaktiv ist und man da überhaupt nichts versprechen kann. Wir können nur dafür sorgen, dass die richtigen Leute die Musik hören. Also jeder, der bei uns ist, kann davon ausgehen, dass die Leute, die professionellen Musikverwender, wissen, dass es diese Tracks gibt. Und dann kann man halt überlegen, was eben wie mit Nimo letztes Jahr, da Milka wollte eben post-Corona eine Kampagne machen, seid nett zueinander. Und dann ist diese Zart-Kampagne entstanden, und dann war eben das Testimonial, das ist ein Prozess auch, auf den wir natürlich auch Einfluss nehmen. Und das ist für uns auch sehr, sehr eine relevante Einkommensquelle, diese ganze Werbung und Filmmusik. Wir platzieren eben auch unsere vor allem Producer, die Filmmusik machen wollen. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, und jeder
oder viele denken ja, das würde ihnen gefallen und sie könnten es auch. So viele Slots gibt es dafür nicht, aber das ist auf jeden Fall auch was, was wir machen. Dann haben wir noch ein anderes Geschäftsmodell, das heißt Production Music. Das ist, wo man nach Minutenpreis Geld Musik einkauft für Werbung. Also da passieren noch natürlich ganz, ganz viele Dinge, wie man auch Geld verdienen kann, wenn man bei Warner Chappell einen Musikverlagsvertrag unterschreibt. Also ihr merkt schon, also ich könnte jetzt tatsächlich auch gerne noch sehr viel länger mit Natascha sprechen. Wir und reden ja auch noch wir haben lange weiter. Wir haben das Thema ja auch, wir schaffen es heute auch einfach nur, das Thema so an der Oberfläche zu kratzen. Ja. Vielleicht konnten wir aber heute aber auch so ein bisschen das Thema erhellen können, also ein bisschen Lichter ins Dunkel bringen können. Das würde mich freuen, ja. Vielleicht machen wir auch, vielleicht kommt die Folge so gut an, dass wir nochmal eine zweite Folge machen. Pressure. Aber erstmal danke ich dir sehr, sehr dolle, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefällt und dass euch das einen Mehrwert bringt. Und ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Nee, ich denke, also ich hoffe, dass es ein bisschen sich aufgeklärt hat, was ein Musikverlag überhaupt ist. Also wie gesagt, ich kriege ja gerne mal auch Briefe, da steht drauf, sehr geehrter Vertriebsverlag oder so. Also es ist alles sehr, sehr unklar. Ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, das ein bisschen zu erklären. Und wie gesagt, ich kann es jedem nur raten, macht euer Ding erstmal selber. Unterschreibt vor allem erstmal keine komischen Verträge, weil die meisten Leute, die zu mir kommen, haben an irgendeiner Stelle mal einen komischen Vertrag unterschrieben. Und man hofft halt, dass irgendeine Person einen weiterbringt. Und niemals wird irgendeine Person dich weiterbringen, als du dich selbst weiterbringst. Und dann können gute Leute dir dabei helfen, wirklich eine Karriere zu machen. Aber erstmal bist du einfach verantwortlich für deine eigene Karriere. Und kein anderer kann da zaubern und dich von Zero to Hero auf so ein Level bringen. Das wird einfach nicht passieren. Also vertraut euch selber, macht erstmal selber euer Ding und dann wird sich auf jeden Fall jemand bei euch melden. So kann man es, glaube ich, schon sagen. Ja, perfekt gesagt. Also, ich danke dir nochmal vielmals. Danke zurück. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das war's für die zweite Folge. Ich kann leider noch nicht anteasern, was die dritte Folge wird, aber ich glaube, dass die auch ziemlich gut wird. Also in diesem Sinne, hat mir Spaß gemacht. Ciao und tschüss. Ciao.